Nach dem 0:0 gegen Horn waren die Amstettner Herren vom SKU diesmal torhungrig. Auswärts gegen die Austria Young Violets überrollten sie die Wiener mit einem wahren Schützenfest. 5:0 war der Endstand für die Mostviertler, die damit ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Der Fleiß der Wanger Stocksportler macht sich nun auch in Form von besonderen Ehrungen bezahlt. Jakob Solböck wurde in St. Pölten als Nachwuchssportler des Monats Februar im Landhaus Niederösterreich geehrt. Edith Brandl vom Laufclub Neufurt startete beim Vienna City Marathon. Dabei lief die Mostviertlerin über die 42,2 Kilometer eine fantastische Zeit von 3 Stunden und 6 Minuten.